Hi und herzlich willkommen zu dem abschließenden Video zu meinem Weiberfastnachtskostüm für dieses Jahr. Dafür machen wir ja die Kostüme aus dem Queen-Video zu I Want to Break Free. Und hier in dem Kanal habt ihr auch schon in den letzten Videos gesehen, wie das Freddie Mercury-Kostüm entstanden ist. Für das fehlt natürlich noch das große Accessoire, der Staubsauger. Und wenn ihr euch das Video mal anguckt, dann sieht der Staubsauger hier nicht ganz genauso aus wie der im Video. Aber das ist der, der noch am ehesten da rankommt, an den ich rangekommen bin. Der ist aus dem Quellekatalog aus den 90er Jahren, glaube ich. Und wenn ihr so einen nicht zu Hause habt, da hilft immer gut das Internet. Mit eBay Kleinanzeigen und Co. Da findet man sowas immer ganz gut. Den werde ich heute noch ein bisschen präparieren. Einmal schraube ich alles ab, was wir nicht unbedingt brauchen und was uns eventuell Ärger machen könnte, sprich uns als Waffe ausgelegt werden könnte, wie zum Beispiel das Kabel. Dann werde ich unten noch bessere Rollen drunter schrauben und dafür wird heute endlich mal wieder richtig gebastelt. Dafür mache ich als erstes mal die Klappe auf und hole die Filter raus. Da wird dann hier oben der Anschlag aber problematisch, weil der nur oben hält, wenn ein Filter drin ist. Das heißt, den knipse ich einfach weg, weil wir den auch nicht mehr brauchen. Und schon habe ich hier ein Staufach, wo ich hinterher Getränke und ähnliches reinpacken kann. Als nächstes schraube ich hier seitlich das Rohr ab. So, als nächstes mache ich das Kabel ab. So, hier drehe ich jetzt einfach die Klemmen auf. Das ist gar nicht so einfach. So, und damit fehlen eigentlich auch nur noch die Rollen, die ich vorne noch zusätzlich mit reinpacken will. Hinten hat der Staubsauger schon zwei Rollen, das ist schon ganz stabil, aber vorne hat er nur diese eine kleine und die ist mir einfach zu wackelig. Deswegen werde ich hier vorne noch zwei Rollen reinpacken und dafür räumen wir hier vorne jetzt erstmal alles raus.
So, dafür habe ich mir diese Rollen ausgesucht. Damit die aber noch ein bisschen höher kommen, werde ich hier erstmal ein Stück Dachlatte reinschrauben von außen und da dann die Rollen draufschrauben, damit der Staubsauger dann auch die nötige Bodenfreiheit hat, um am Schillerplatz über das Kopfsteinpflaster rollen zu können. Dafür messe ich mir jetzt erstmal den Innenraum aus. Das sind 24 cm. Jetzt muss ich nur noch das kleine Rad in der Mitte hochdrehen, damit uns das nicht stört. Und ich würde sagen, der Staubsauger sieht auch jetzt ganz schillerplatzfest aus. Und die drei Schrauben, die man vorne sieht, die finde ich auch überhaupt nicht so schlimm. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Staubsauger. Der ist soweit fertig und damit ist auch das Freddie Mercury Kostüm fertig und ich kann an das nächste Kostüm einen Haken machen, was ganz gut ist, denn es geht immer schneller auf die Fasnacht zu und ich freue mich schon so richtig drauf auf die einzelnen Kostüme und vor allem natürlich auch auf Freddie Mercury. Ich hoffe, euch hat auch dieses Projekt gefallen und ich würde mich tierisch darauf freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt kreativ. Ciao.